Liebe Minecraft-Freunde von nah und fern und willkommen in einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit dem WatercaveCrafter, also mit mir. Ja, Folge 105 müsste das jetzt eigentlich sein. Ja, es geht gleich weiter, Leute, es geht immer gleich weiter. Und zielstrebe ich, gehe ich hier nach oben, Leute. Wir haben hier eigentlich so viel zu, ja, noch zu erledigen hier. Ja, was hier ist, ich weiß nicht, Leute. Also mit dem Mario, das ist irgendwie, da ist der Wurm drin. Also zwischen irgendwie finden wir beide nicht zusammen, obwohl wir uns eigentlich so ganz gut verstehen, aber irgendwie, da ist noch irgendwie, keine Ahnung, also wir haben beide momentan, glaube ich, arg viel zu tun, sodass wir hier das nicht geschafft haben, irgendwie uns noch mal kurz zu schließen, um diese Sache hier zu planen. Ich hoffe, dass das noch irgendwann jetzt demnächst passieren wird, wenn nicht, ist das halt einfach, ja, unter Denkmalschutz, ne, bezeichnen wir das so. Ja, zielstrebig latsche ich jetzt hier in diese Richtung. Oh Gott, ich sehe gerade, das wollten wir ja eh noch abtragen. Dazu bräuchte ich Schaufeln. Bevor wir das aber machen, das wird nämlich, können wir wieder schön mit einer Themenfolge verbinden, werden wir kurz mal hoch nach oben da gehen, auf unserem Berg, Verzeihung, oh, mal kurz aufgestoßen hier, ne, mal gerade eben einen heißen Schluck Kaffee zu mir genommen. Da musste ich mal aufstoßen. Und ja, der Kaffeepott, der steht immer hier daneben, ne, das muss sein. Und ja, damals war es immer Bier, jetzt ist es Kaffee. Naja, man wird alt. Und genau, und da will ich mir mal kurz angucken, was da jetzt eigentlich genau los ist. Wir sind dann auch stehen geblieben und ich würde gerne mal so ein bisschen anfangen mit unserer Villa da oben. Und da muss ich halt mal gucken, wo jetzt der letzte Stand ist. Deswegen gehe ich hier mal ziemlich zielstrebig jetzt auch gerade hin zu unserer Treppe. An die kann ich mich nämlich noch sehr gut erinnern, dass wir die gebaut hatten. Genau, da ist sie nämlich. So. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo wir da stehen geblieben sind. Ja, gestern haben wir ja ordentlich überzogen auch. Das war ja wirklich eine... Ach, hier sind wir stehen geblieben, okay. Da haben wir gut überzogen, weil da hatten wir ja eine schöne Spezialfolge gemacht. Da hatte sich ja der Daniel, der Dagi LP, ein bisschen was gewünscht. Ein Thema, nämlich, dass wir mal ein bisschen über das E-Dampfen sprechen. Ich hoffe, dass es mir geglückt ist und ich hoffe auch an die, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass ich die nicht zu Tode gelangweilt habe in 40 Minuten. Wenn ich sehe es mir nach, ihr könnt mir selber gerne Themen zukommen lassen, die wir dann immer so besprechen. Ich habe ja gesagt, es wird sich jetzt ab der Folge 100 das Ganze so entwickeln, dass wir im Prinzip ja zweimal die Woche theoretisch ja, eine Themenwoche machen können, dass wir sagen können, okay, wir sprechen mal über ein bestimmtes Thema oder so, oder ich beziehe dazu Stellung oder ich verkünde meine Ansichten, dass wir nicht nur Ingame-Sachen hier bequatschen, weil ich denke, 100 Folgen sollten ausreichen, um Minecraft einigermaßen zu erzählen und was sage ich, komm, da kriegt der Gronkh wesentlich besser hin und der Sarazar und diese alle heißen als ich. Also lieber zu dem Kanal gehen, die erklären euch, wie Minecraft funktioniert, aber ich denke, das weiß eh jeder, oder? Das ist Minecraft Löwenzahn und das ist Dirt. Haha, das stimmt ja gar nicht, das ist Grass. Okay, Leute, ja, und hier sind wir schön über den Wolken und hier soll unsere Villa hin. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir die denn hier hin platzieren. Das ist noch nicht so ganz ersichtlich, ehrlich gesagt. Ich bin fast schon am Überlegen, was machen wir denn da? Ich glaube, wir müssen hier die Bäume mal fällen. Ich glaube, damit fangen wir einfach mal an, weil eine Villa und ein Baum innen drin, hier so eine komische Fichte, das macht sich nicht so gut. Die können wir später wieder neu anpflanzen, wenn wir der Meinung sind. Deswegen denke ich, sollten wir mal eine Axt holen. Und die habe ich nebenbei, also, und in der Kiste habe ich eine gesehen. Also schnappen wir uns mal eben die Axt. Dann können wir das schon mal zumindest mal machen, dass wir auch hier mal ein bisschen weiterkommen. Weil wir haben ziemlich viele angefangene Projekte und... irgendwie müssen wir ja mal vorankommen hier, ne? Guck mal, ist auch noch nicht fertig hier. Also da müssen wir mal gucken, dass wir da so ein bisschen was mal, uns mal ein bisschen sputen, weil ich will auch nicht zu viel irgendwie Off-Cam machen, weil ich möchte ja, dass ihr dabei seid und das halt seht, ne? Und deswegen müssen wir dann so ein bisschen an den Riemen reißen hier, dass wir so ein bisschen Gerechtigkeit auch hier reinbringen und Abwechslung vor allen Dingen, dass wir dann wirklich dann auch mal ein bisschen hier in der Villa weiterarbeiten, dann an unserem Dschungel. Ach, guck mal, übrigens interessant. Wir müssen die Villa auf jeden Fall höher bauen als dieser Block, weil ansonsten zieht hier ständig immer irgendwie eine Wolke durch unser Wohnzimmer und das ist ja dann auch immer, hui, das ist ja ein Nebelloch so, ne, guck mal, so wie hier. So, ich fange jetzt erstmal an, hier würde ich sagen, die Fichten abzurodeln, weil die müssen so oder so weg. Später können wir sie, wie gesagt, immer wieder neu anpflanzen. Das ist erstmal alles kein Problem. Und somit haben wir das ein bisschen übersichtlicher, sodass wir dann mal gucken können, wie wir die Villa denn überhaupt aufbauen wollen. Eine Villa ist ganz klar, müssen wir auch einfach aus Quarzblöcke machen, da führt kein Weg dran vorbei. Das ist einfach dieses Moderne, dieses Minimalistische, dieses... Ja, dieses tolle halt, dieses wirklich schlichte, lineare Design, so stellt man sich ja wirklich immer eine Villa vor, wobei es natürlich auch Villen gibt. Ich komme ja aus Italien, wie gesagt, und da gibt es natürlich richtig schöne alte Stadtvillen oder auch Landvillen, ne, mit so einer Arkaden, die schon so ein bisschen, ja, mythologisch auch aufgebaut sind, ne? Da denkt man dann mal, oh, das alte Rom, viel mit so eine Säulen und so, und das Wort Villa, beziehungsweise was darf als Villa bezeichnet werden und was nicht. Da, Leute, müsst ihr euch mal erkundigen. Das ist nämlich tatsächlich, eine Villa ist zum Beispiel in Italien, so ist das, wenn ein Bogen da drin ist. Ja, dann sagt man, okay, das ist eine Villa. So, was ist denn hier eigentlich? Ist es da eine Wolke? Oder ich sehe jetzt hier gerade irgendwie... Ja, es ist eine Wolke, die hier hängt. Seht ihr, das meine ich. Und das müssen wir sehen ja gar nicht, wo wir hinlaufen hier. Nicht, dass wir da runterplumpsen. Sehr gefährlich. Aber nee, das ist der Baum hier, so. Den nehmen wir natürlich mit. Blub. Okay, jetzt sind wir unterhalb der Wolke, da kann nichts mehr passieren. Seht ihr, da hängt die Wolke. Ein bisschen doof, naja. So, wo ist noch ein Baum? Den Baum da... Was ist denn das für ein Baum hier? Ist das... Ach, da ist auch noch ein Stamm, okay. Oh Gott, ich habe voll Schiss, hier runterzufallen, weil ich sehe ja gar nichts. Müssen wir warten, bis die Wolke weg ist. Also ich nudel hier mal ein bisschen ab. So, erstmal abgenudelt. Der Scheiß auf das Holz, egal. So. Der ist auch weg. Und... Ja, so, die spawnt auch wunderbar. Und dann haben wir das. Ja, nächstes Thema ist ganz klar, ich habe es schon angesprochen, das wird wahrscheinlich das Thema sein, Chancengleichheit im Bereich des Marktes und der Wirtschaft im sozialen Gebiet, also Gefilde, wo es halt darum geht, irgendwie haben wir Menschen denn von Geburt aus an tatsächlich eine Chancengleichheit. Ne, das heißt sozusagen, dass egal, ob man arm oder reich ist, was ja auch immer als arm oder reich dann letztendlich definiert wird, ist es denn so, dass wir wirklich als Mensch, wenn wir arbeiten gehen wollen, wirklich eine Chancengleichheit haben? Meine Meinung ist ganz klar, ich sage nein, die gibt es nicht. Ja, die gibt es dann nur auf Papier im Prinzip, aber nicht wirklich, wenn wir das philosophisch sehen. Ja, klar, wenn ich das jetzt verstaatlicht sehe, das heißt also aus einem geschaffenen DIN-Norm-System, dann würde ich natürlich sagen, ja, natürlich gibt es sowas, es steht ja da, das ist ja gesetzlich geregelt, das ist ein Sozialstaat und da ist keiner bevorzugt oder so, ne? Aber das fängt dann, meistens hört es ja dann auf, wenn es dann halt geht, da gibt es den sogenannten NC. Ja, NC, was ist NC? Numerus Clausus zum Beispiel, ne? Gerade wenn du jetzt ein Studium machen willst oder so. Naja, egal, also da werden wir auf jeden Fall uns mal ein bisschen drüber unterhalten, das betrifft auf jeden Fall einige, das ist so ein Thema auch, wo er schon mal vereinzelt auch von anderen Let's Playern mal angesprochen worden ist. Ich werde mich dem natürlich dann auch anschließen. Was ist das heute hier aber wirklich nebelig hier, ne? Vielleicht müssen wir mal die Wolken ausschalten, wenn wir dann hier oben bauen wollen, weil das ist ja wirklich ein bisschen nervig, oder? Naja, also wir werden uns auf jeden Fall diesem Thema annehmen und da werden wir mal so ein bisschen drüber sprechen. So, also hier oben ist jetzt erstmal soweit alles abgerodet, soweit wie ich das sehe. Da kommt auch schon die nächste Wolke, also ich hau jetzt erstmal hier ab, das ist mir jetzt so wolkig hier oben. Und da geht es dann quasi weiter jetzt mit dem Grundriss ziehen. Das heißt, wir müssen da jetzt eine Ebene schaffen, ein Fundament. Bin ich schon fast am Überlegen, wie wir das machen. Wie machen wir das? Also ich würde es mit Erde ganz gerne vorbauen. Das heißt, wir brauchen Erde. Die ist hier nicht drin. Das heißt, wir brauchen als nächstes Erde. Was ist da drin? Nichts. Okay. So, das heißt, das nächste Ding, was wir hier brauchen, ist Erde. Und dann müssen wir mal ein Fundament, das heißt den Boden ein bisschen planieren, gerade machen. Und dann fangen wir da an, erstmal so einen Vorbau zu bauen. Und das machen wir, wie gesagt, aus Erde. Und so, dass wir mal sehen, wie groß wird denn das eigentlich. Und dann, dass wir wirklich dann auch so eine Ebene dann auch wirklich haben, wo wir dann so ein gutes Fundament drauf bauen können, wo dann unsere Villa letztendlich dann entstehen soll. Ja, dann sieht man auch ungefähr die Größe. Also schon eine ganz coole Sache, sag ich mal. So, warum sind hier so viele Mondpflanzen? Mensch, ich fall... Irgendwie habe ich das hier. Also hier muss auch unbedingt ein Weg gebaut werden. Das werden wir machen, wenn wir hier fleißig am Rumrotieren sind. Das kann doch nicht sein, dass ich immer den Weg verliere zu uns. Was soll denn das? Da oben war eine Lampe. Jetzt gehe ich mal dahin. Eine Lampe. Ich sage immer Lampe, das ist eine Fackel. Ich komme nicht immer auf Lampe. Meister Lampe. Bleib bei deinen Lampen. Nein. So, wie sieht denn das da hinten aus? Was ist denn das da? Da ist irgendwas abgewiesen. Ist denn das da so abgeschnitten? Ach, hier ist ja das GS von Mario, genau. So, ist ja doch nicht abgeschnitten. Da müssen wir unbedingt mal... Also das muss hier alles mal weg hier, dass wir da mal einen vernünftigen Weg haben. Also ich freue mich wirklich schon auf die nächste Folge. Wenn wir dann eine Themenfolge machen oder auf nächste Woche. Ne, da müssen wir mal schauen. wie wir das zeitlich hinbekommen. Aber jetzt könnt ihr euch Gift nehmen. Also das Ganze werden wir hier abtragen. Und da haben wir eine schöne Themenfolge. Das passt. So, was ist denn da los? Das hier ist unsere To-Do-Liste. Was steht denn da noch drauf? Da können wir eben mal kurz mal gucken, was wir hier aktuell noch drauf zu stehen haben. Schwimmbad zum Sommer frei fertigstellen. Headshot! Ne, war ein Bauchnabel rein. Oh! Ach Mensch, ein Villager-Zombie, den hätte ich mir ja fast mal... ist egal, wir haben ja genug Villager jetzt. Diese müssten wir auch mal... Freundchen. Ja? Ich hab auch einen Bogen. Da, sagt ihr doch. So, also Schwimmbad zum Sommer. Ne? Zum Sommer, da ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben zwar gerade Frühling, aber der Sommer lässt noch ein bisschen warten. Das kriegen wir hin. Dorf weiter bauen, stimmt. Da wollten wir auch noch ein bisschen. Ich gucke immer hin, nicht, dass der Creeper uns hier überrascht. Dorf müssen wir noch mal, können wir gleich mal gucken, was da am Dorf los ist. Aber das müssen wir mal schauen. Der Spirit Temple, also der spirituelle Tempel, den hatte das ja Mario gewünscht. Bauen im Dschungel, das wollten wir ja da hinten machen. Ja, und da ist was passiert. Das ist eine sehr interessante Sache. Das müssen wir dann mal machen. Mesa suchen. Stimmt. Mensch, wir haben noch gar keine Mesa gefunden. Und das hängt zusammen mit der Teleporterstation. Okay, und die Bergvilla, da waren wir eben oben. Naja, Mensch, also es ist ein Bahnhof. Der Bahnhof, der ist jetzt noch offen als Option. Den wollte ich jetzt eigentlich als nächstes mal machen, weil ich wollte da was verbinden, weil ich habe da was entdeckt. Aber gut, das hatte theoretisch auch Zeit. Wir haben jetzt gerade mal eben den Ocean-Monument hinter uns gebracht. Da möchte ich jetzt nicht gleich ins End gehen. Jetzt habe ich es verraten. Oh je. Ja, ich habe nämlich Silberfische gefunden und meine Überlegung war die, dass ich dachte, oh, da ist doch bestimmt eine Festung, oder? Mit so einem Silberfisch-Spawner und ja, das war halt so diese Überlegung, die ich da hatte. Ne? Da wollte ich dann meinen Zugang und da habe ich jetzt schon einen Zugang gebuddelt, deswegen, das hängt alles miteinander zusammen, Leute. Und zwar ist es da hinten, da wo ich eigentlich den spirituellen Tempel hinbauen wollte, ja. Naja, so wir checken mal eben aus, was unsere Villager machen. Da war ich ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Gucken wir eben mal nach, wie viele wir da schon haben. Ich hoffe, dass der Chunk geladen ist, sodass sie sich da auch schön vermehrt haben. Und nicht, dass wir den immer nicht laden und dann vermehren die sich nicht. Wow! Tachti-Darm! So, die haben wir jetzt erstmal mitgebracht hier, die haben wir erstmal mitgenommen. Da liegt ein schöner XP rum. Oh, hier liegen überall Knochen rum und Pfeile. Ich hoffe mal, dass unsere Villager überhaupt noch leben hier. Wo ist denn der Eingang? Ich verwechsel immer, wo der Eingang ist. Da muss ich auch mal ein Schild hinbauen. So, und Schleuse zu, nicht, dass sie uns abhauen. So, hier brauchen wir, glaube ich, gar nicht rein zu gucken, weil hier sind sie alle drin. Genau, da hängen sie ab. Das ist bekannt. Die wollten wir da übrigens noch einsperren. Ich wollte hier noch eine zweite Reihe hinbauen. So, dass wir da die anderen da auch mal irgendwie da reinbringen, falls sie sich vermehrt haben. Also wenn jetzt hier welche rumlaufen, dann haben sie sich vermehrt. Okay, die Eisengolems, die leben erstmal noch. Das ist schon mal ganz gut. Da hängt einer drin rum. Der geht auch gerade raus. Hallo! Ah, das ist der Bauer. Der ist ja fleißig am Arbeiten, okay. Wie sieht's hier drin aus? Wieso ist denn da ein Huhn drin? Ach. Da ist ein Fischer. Ah, zwei Fischer unterhalten sich. Na, Petri, heil. Was geht ab hier, Freunde? Habt ihr da schön den Karpfen rausgeholt? Ja. Ne, den Huhn habt ihr rausgeholt. Das ist ja auch toll. Also, da haben wir auf jeden Fall die Fischer. Da geht schon wieder die Tür auf. Das ist ein Fischer, der jetzt rauskommt, ne? Bist du ein Fischer? Ja, bist du ein Fischer? So. Da hinten rennt auch noch einer rum. Also, die haben sich... Ja, guck mal. Prima. Ja, ein Schäfer. Also, die vermehren sich hier fröhlich. Das ist sehr gut. Da ist auch noch einer drin, ne? Ja, hier. Ist ein Bauer aber, ne? Ja, ist wieder ein Bauer. Ja, klappt wunderbar. Also die vermehren sich hier. Hier knurrt aber ein Zombie, ist gefährlich. Na, der wird wahrscheinlich unterirdisch irgendwo sein. Also die haben das alles als Häuser anerkannt und somit funktioniert es. Wenn die Chunks geladen sind, dann, wie gesagt, werden die sich hier weiterhin vermehren. So, das ist ganz gut. Dann fangen wir die dann nämlich da ein und packen die dann hier rein. Und dann können wir dann schön mit denen immer traden und das ist eine coole Sache. Dann können wir das Dorf auch nochmal schöner machen. Aber das eilt jetzt erstmal nicht. Wir können jetzt mit denen schon ein bisschen tauschen, das ist ganz gut. Und nach wird das Dorf hier halt ein bisschen größer werden und schöner werden und ja, dann klappt das. Also das ist jetzt hier Automatisierungsprozess, da haben wir jetzt kaum Einfluss drauf. lassen wir der Natur einen freien Lauf. Ja, die Baumfarm hier, da müssen wir mal gucken. Die ist ja auch noch nicht so prickelnd irgendwie. Da mal schauen. Hier ist unser Schwimmbad. Da sind wir ja auch stehen geblieben. Da haben wir ja gesagt, das wollen wir hier im Sommer fertigstellen. Hier ist ja schon sogar das kleine Fundament. Es ist keine Grillstation, sondern hier soll dann der Imbiss hin, wo es schon lecker Würstel und Bier gibt und Nudelsalat. Ne, so typisch, wie ich das im Freibad gehört. Der Sprungturm, der fehlt da noch. Den müssen wir noch machen. Da brauche ich noch Glas und ein bisschen. Kann man das eigentlich zentriert machen? Das können wir auch. Das können wir noch mal schnell mal eben machen. 1, 2, 3, 4. Ne, 1. 1, 2, 3. So, wie blöd. 1, 2, 3, 4. So, es geht von der Seite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. So, da kommt der Sprungturm hin. Ja, das ist ja toll, ne? So kannst du das machen. So, dann kommt da nämlich der Sprungturm hin. Dann ist das genau zentriert und dann kann man da reinhüpfen und dann freuen wir uns. Ne? Dann ist hier schön der Imbiss. So. Ja, müssen wir mal gucken. Da brauchen wir eh noch Quarzblöcke. Ja, hier haben wir das Ganze ein bisschen ausgetauscht, wobei ich wirklich sagen muss, ich finde das schon fast ein bisschen zu lang, diese Liegewiege. Liegestühle. So, jetzt haben wir es. Diese Liegestühle. Danke, Dave. Naja, Dave, der hat das ja korrigiert. Das war auf diese Stühle hier bezogen. Das ist ein kleiner Insider für die Leute, die die Folge gesehen haben. Kann dir ja kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe hier die ganze Zeit überlegt, immer Liegewiese, Liegeroller oder was weiß ich, ja, wie die Dinger da hießen. Und Dave ganz trocken meinte dann im Kommentar, ey, die Dinger, die heißen Liegestühle. Ich so, alles klar. Genau, das Wort habe ich gesucht. Ja, also so war das gewesen. Deswegen, jetzt habe ich gerade noch mal kurz überlegen müssen, aber natürlich Liegestühle heißen die. Und genau das sind die, ja. Also das ist Minecraft geht das halt nicht anders. Ich könnte jetzt den hier noch wegnehmen, dass wir das nur so haben. Aber dann finde ich sie wieder fast ein bisschen zu kurz. Deswegen lasse ich die ein bisschen lang, sodass auch so ein Typ, der 1,80 groß ist, da bequem drauf liegen kann. Ne? Naja, ist halt so. Ne? Ansonsten bin ich mit dem Pool ganz gut zufrieden. Ich denke, bis zum Sommer sollten wir den fertig haben. So, müssen wir noch ein bisschen verschönern hier das alles. So, was ist denn das hier? Wo geht's denn hier hin? Na, hier ist also noch ein bisschen Terraforming zu betreiben anscheinend. Können wir mal eben mal machen. Mal so ein paar Ausbesserungsarbeiten. So, na, das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. So, dieses Loch. Mal gucken, was wir hier dann hinbauen. Wir müssen eh noch einen Zugang finden zu unserem Bahnhof. Also davon ist alles ja so ein bisschen abhängig, wie wir den Bahnhof designen wollen. Da müssen wir halt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ansonsten hier mit den Feldern ist alles in Ordnung. Der Bunker da hinten hat sich auch nicht großartig weiter verändert. Da bin ich einfach noch nicht zugekommen, zeitlich gesehen. Und ja, das nächste Ding im Prinzip, wir haben da oben unsere To-Do-Liste, unsere Tafel. Das wird wirklich so sein, dass wir uns jetzt mal Gedanken machen könnten über die Teleporter-Station. Ja. Nur ist die Frage, wo wollen wir die hinbauen? Also ich würde die ganz gerne zentraler Platz. Also hier unten ist zwar der Spawn, das ist in Ordnung. Hier tummelt sich das Leben im Prinzip so auf so eine kleine Dorfsiedlung. Und ich würde ganz gerne die Teleporter-Station da oben hin platzieren. Da oben, aber nicht auf dem Berg, sondern hier. Ja, also das kommt da alles weg hier. Das heißt, hier müssen wir einen schönen Weg machen. Und ich fand das eigentlich hier oben ganz toll. Ja. Wo ich mir so überlegt habe, Mensch, das würde sich doch hier eigentlich ganz gut machen, wenn wir hier wirklich so eine Teleporter-Station dann aufbauen. Zum Beispiel den Baum, den kann ich mal eben drohen hier. Und da müsste man ja nur mal irgendwie die Größe abchecken und irgendwie die Form. Das werde ich vielleicht wirklich mal machen, dass ich da mal so ein bisschen rumprobiere und dann euch mal zeige, dann was ich vorhabe. Ist sonst immer ein bisschen schlecht zu erklären. Also ich muss immer halt viel durchprobieren, mache ich halt immer, ne? Aber hier oben die Fläche, die sieht doch wirklich schon mal ganz cool aus. Also ich glaube, da kann man eine Menge machen. Und weißt du was, das machen wir jetzt auch. Und ich habe da so eine Idee, Leute. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde gerne mal was probieren wollen. Seht es mir mal kurz nach. Das sind immer so die Sachen, da wünschte ich mir einen Creative-Modus. Ich gucke mal kurz hier rauf. Also ich würde schon fast sagen, hier ist so die Mitte ungefähr. Ganz grob geschätzt jetzt, ja. So, ich mache da mal kurz hin. Wir können ja da mal eine Fackel hin positionieren, dass wir das dann so als Mitte mal kennzeichnen. So, jetzt will ich mal eben mal gucken, wie wir hier so einen schönen Radius mal erstellen können. Ja, als Mittelpunkt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann machen wir mal 10. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung 10. Mal gucken, wo wir da hinkommen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das würde so auch noch funktionieren. Das kann man machen. Gucken wir mal die Richtung an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das geht auf jeden Fall. Und dann schauen wir uns das nochmal hier an. Was ist da los? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ups, 9, so, 10, müssten eigentlich 10 sein, ich kann es ja nochmal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, exakt. So, das heißt, hier ist jetzt ein Kreuz, das heißt, es ist der Mittelpunkt. Und weißt du was, jetzt hätte ich ganz gerne mal ein bisschen Erde. Das ist jetzt wieder doof, seht ihr Leute, weil ich habe keine Schaufel bei. Da unten würde jede Menge Erde zusammenkommen, wenn wir das Ganze abtragen. Und dann könnte man hier weitermachen. Also ihr seht schon, hier oben hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Hier wird unsere Teleporter Station hinkommen. Das ist quasi jetzt der Grundriss von dem ganzen Spaß. Hier ist der Mittelpunkt. Und ich glaube, ich werde das Ding rund bauen. Ja, wieso baut er das rund? Na, da denke ich mal, warum denn nicht? Ne, Teleporter Station, das ist so eine Teleport Station, da verbinde ich immer so ein bisschen Futurologie, also ein bisschen Zukunft und so, ja, so Futurismus, so Futuristic Design und so eine Geschichten. Und deswegen ist rund eigentlich eine ganz coole Sache. Ja, sonst ist immer sehr viel eckig hier in Minecraft und sowas möchte ich ganz gerne rund haben. So Leute, ja, ich werde diese Aufnahme jetzt an dieser Stelle beenden, werde mir mal schon mal Richtung Heimat latschen, kurzes Inventory ausleeren und werde mir mal unsere Effizienz 5 Spitzhacken, Schaufeln holen. Oder auch Diamant, mal gucken, was wir da haben. Müssen wir gleich mal hier schauen in der Bude, was wir da drin haben überhaupt. Haben wir überhaupt was? Mal gucken. Weil dann können wir dann nämlich beim nächsten Mal wirklich anfangen, die Themenfolge zu machen vielleicht oder zumindest ein bisschen aktiv werden, indem wir dann endlich mal abtragen tun, den ganzen Spaß da. So, das packe ich mal alles da jetzt erstmal rein, das brauchen wir nicht. So, und unten ist die Erde, aber ich sehe gerade, wir haben gar keine einzige Schaufel mehr. Also wir müssen wirklich jetzt Schaufeln craften. Vielleicht können wir das ja mal eben noch tun. Ich werde mir mal zwei, ach weißt du was, alle guten Dinge sind 3. Ein bisschen Lapis nehme ich mir auch mal eben mit. Und jetzt mache ich mir mal ganz cool hier mal so ein paar Schaufeln erstellen. 3 Stück an der Zahl. So, dann machen wir das mal. Auch auf Eldercraft brauche ich da nur Kit einzutippen und dann haben wir das. So, da haben wir nämlich mal 3 Schaufeln und die würde ich ganz gerne ein bisschen verzaubern. Das ist gerade schon wieder... Schaffen wir das noch? Ach, ich sag immer, ich wollte die dann ein bisschen eher Feierabend machen, die Folge, und dann ist es doch wieder 25 Minuten. Ja? Also man hat irgendwie immer was zu tun hier in Minecraft. Ja, das ist immer Minecraft. So, das sieht doch mal cool aus hier, das Ding hier. So, wollen wir mal gucken, was da passiert. Komm, es ist ja mal ein aufregender Moment. Schaufel packen wir mal rein. So, was haben wir denn? Eine Level 30 Verzauberung hätten wir. Behutsamkeit, also Silk Touch, ja, was soll ich denn damit jetzt? Dann hätten wir Grasblöcke, Leute. Wollen wir das machen oder wie? Effizienz 3, interessant und Haltbarkeit 3. Also, ja. Ja, eine Silk Touch, oh, ist wieder so, ne? Ja, komm, nehmen wir mal mit auf Level 30, da ist auch Effizienz 4 drauf, Leute. Ja, das ist eine richtig coole Nummer, da haben wir dann auf jeden Fall ein paar Grasblöcke. Die können wir nehmen, aber ich möchte noch ein bisschen mehr mal rauskloppen. Hier sind Effizienz 1, Glück auf einer Schaufel, das ist jetzt ein bisschen, na, guck mal, hier ist Effizienz 4, der Level 30. Also wir sehen, auch das ist jetzt nicht ohne weiteres möglich, das heißt wir müssen, jetzt schmeiße ich das auch noch weg hier, wir müssen einfach jetzt ein bisschen anders was machen, ja, wir müssen jetzt hier mal wieder ein bisschen schnetzeln gehen, nicht viel, aber ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt zu unserer Mobfalle da runter und mal eben mal ein paar Level farmen gehen hier. Ich hoffe, dass die jetzt in der 1.9.2er nicht wieder gepatcht werden muss. Da habe ich auch hier mal Schiss, wenn ich hier runter gehe, dass ich dann immer denke, oh Gott, jetzt muss ich das erstmal patchen hier wieder, ja. Das ist ja, dass die Dinger da nicht... Und Skelette drin oder ist ein Schwein drin? Oh, nee, ey, sag bloß, ich muss da wieder rein hier. Nee. Schmeißt mich hier keiner runter. Ja, das muss gepatcht werden. Ja, das ist wirklich suboptimal. Also, das sollten sie im Hause Mojang echt mal hinbekommen, dass wenn man diese Spawner hat, dass dann auch wirklich, oh, ich will ja raus. So. Dass die dann auch wirklich, also das geht jetzt nicht weiter. Also das heißt, wir müssen dann halt jetzt Kohle, aber das ist ja nicht so schlimm, weil hier wird es ja wohl irgendwo einen Kohleblock geben hier. Wenn nicht, buddel ich mich hier irgendwo durch. Ist hier irgendwo Kohle? Und hier irgendwo Kohle. Hier ist Gravel. Da ist Wasser. Wieso ist denn da Wasser? Warte mal, dann buddel ich mal kurz hier rein. Ich meine, so viel brauchen wir ja nicht. Das kann doch bis Level 30, da wird aber irgendwo ein Kohleblock hier sein. Ach du liebes bisschen. Ja Leute, wir haben schon wieder 25 Minuten, ey, scheiß drauf. Ich werde das jetzt hier beenden an der Stelle. Ich werde ein bisschen Level farmen gehen noch, dass wir das noch haben, um zu verzaubern, sodass wir beim nächsten Mal wirklich gleich loslegen können. Dann verabschiede ich euch an dieser Stelle, sage schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das gefallen hat hier, Leute, würdet ihr mir eine Freude machen, lasst mal ein Abo da oder ein Like oder so. Bis dann, ciao!